Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Neuigkeiten aus Gera für Thüringen. Ich bin Daniel Wermke und das ist unser Thema für heute, Ausstellung zum Großprojekt Geras neue Mitte. Jetzt kurz und kompakt die wichtigsten News für Sie. Seit dem 10. Januar kann man in der Bachgasse eine Infotafel bewundern. Auf ihr steht Geras neue Mitte und Guck an 2. Mehrere Mitwirkende luden zur Ausstellung ins Foyer des Kultur- und Kongresszentrums Gera ein. Die Ausstellung ist vom 25. Januar bis zum 21. Februar geplant. Die Öffnungszeiten sind dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 18 Uhr. Zu sehen sind unter anderem das Projekt Bürgerpark und Repair-Café und der Vorentwurf des Bebauungsplans Guck an 2. Das wird in Kooperation mit der IBA Thüringen veranstaltet, die innovative Projekte bis 2023 entwickelt. Weitere Infos über Geras neue Mitte gibt es online unter www.gera.de/gnm. Am 10. Januar übergaben die Gera-Arkaden die alljährliche Weihnachtsspende. Insgesamt 680 Euro gingen an die Hospizbewegung Gera e.V. Centermanager Guillermo Poveda erklärte dazu, auch wenn viele Menschen sich ungern mit dem Thema Sterben beschäftigen, ist die Begleitung schwerkranker Menschen auf ihrem letzten Weg und die Betreuung ihrer Angehörigen von großer Bedeutung. Alle ehrenamtlichen Helfer haben meinen Respekt, deshalb haben wir uns diesmal für die Hospizbewegung Gera entschieden. Da die Bewegung ein Verein ist, sind die ehrenamtlichen Helfer auf Spenden angewiesen und freuen sich über jeden Euro, der zum Erhalt des Vereins beiträgt. Die Kletterkombination auf dem Spielplatz Schloss Osterstein ist ab sofort geschlossen. Die Stadtverwaltung teilte mit, dass die Geräte der Nutzung entzogen werden müssen. Gründe dafür sind bestehende Mängel, die die Sicherheit der Nutzer gefährden. Dazu kam es zu Vandalismusschäden, die die Sperrung erforderlich machten. Die Stadtverwaltung ruft Zeugen auf, um die Verursacher feststellen zu können. Andernfalls sei die Zukunft der Anlage ungewiss. Kommen wir nun zum Wochenrückblick, das war los in Gera und Umgebung. Im digitalen Zeitalter stellt Medienbildung eine große Herausforderung dar. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow war dafür zu Besuch im Thüringer Medienbildungszentrum in Gera. Auf der Agenda stand zunächst ein Einblick in die Entwicklung des offenen Kanals zum Medienbildungszentrum. Danach gab es einen Überblick vom Pixelstudio, in dem ein medienpädagogischer Projekttag stattfand. Zum Schluss fand noch ein TV-Talk statt. Themen des Austausches waren unter anderem die wirtschaftlichen und gesellschaftspolitischen Chancen der digitalen Entwicklung. Dieses Gespräch kann nachträglich unter www.tlm.de abgerufen werden. Im Ortsteil Ager wurden Plakate an Bäumen angetackert. Der Fachdienst Stadtgrün hat daraufhin auf den Paragraphen 5 der Baumschutzsatzung Gera verwiesen. Des Weiteren teilte er mit, dass die Nadeln gesundheitsschädigende Folgen für Bäume haben. Die Plastikbeschichtung des Plakats zum Schutz vor Regen verrottet sehr schwer und verunreinigt damit ebenfalls die Umwelt. Der Fachdienst äußerte dazu, dass es andere Wege zur Informationsübermittlung gäbe. So, und nun richtet Sina Steinbach wieder ihren Blick auf Thüringen. Die Erfurter Gemeinschaftsschule am Nordpark wird für insgesamt 7 Millionen Euro saniert. 3,8 Millionen Euro übergab Infrastrukturstaatssekretär Dr. Klaus Sühl an Oberbürgermeister Andreas Bausewein. Sühl meint dazu, die Schulbauförderung ist eines der zentralen Anliegen dieser Landesregierung. Mit Mitteln aus unserem Schulinvestitionsprogramm stärken wir die Schulstandorte und verbessern die Bedingungen für Schüler und Lehrer. Doch nicht nur die Bedingungen sollen verbessert werden. Für die Sanierung wurde ebenfalls der Fördermittelbescheid übergeben, da die Zahl der Schüler von 432 auf 610 in knapp 20 Jahren anwachsen soll. Vor allem fehlen moderne Brandschutz- sowie Sanitäranlagen und ein barrierefreier Ausbau. Über Geras neue Mitte gibt es eine Ausstellung vor dem Kultur- und Kongresszentrum. Bleiben Sie dran! Seit dem 10. Januar informiert eine Infotafel in der Bachgasse über die Ausstellung im Cook-Foyer Guck an 2. Diese zeigt Entwürfe des Rahmenplans für Geras neue Mitte, den Vorentwurf des Bebauungsplans für den Cook-Vorplatz und weitere Projekte. Von dienstags bis freitags von 14 bis 18 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr können Interessierte die Ausstellung kostenlos besuchen. Die Stadtverwaltung Gera, Ja für Gera e.V. und die Initiatoren eigener Projekte veranstalten Guck an 2 in Kooperation mit der IBA Thüringen. Geras neue Mitte ist Kandidat der IBA Thüringen, die mit ihren Partnern bis zum Jahr 2023 innovative Projekte für die Zukunft des Landes entwickelt.
Ministerin Taubert warnt vor Betrugsversuchen. Vor allem bei Telefonaten und im Zahlungsverkehr ist Vorsicht geboten. So fordert ein Sprachautomat beispielsweise auf, durch die Eingabe einer Ziffer auf der Tastatur das Finanzamt zurückzurufen. Dahinter verbirgt sich allerdings keinesfalls eine autorisierte Nummer der Finanzverwaltung. Der Angerufene sollte sofort auflegen, denn die Finanzämter informieren stets schriftlich über beabsichtigte Vollstreckungsmaßnahmen, so Taubert. Bei Verdachtsfällen kann man sich unter www.thüringen.de/finanzämter zum Thema Zahlungsverkehr mit dem Finanzamt informieren. Das war es soweit von mir und damit gebe ich zurück an Daniel. Vielen Dank, Sina. Ja, jetzt geht's weiter mit Christian Fischer und der hat die Veranstaltungstipps für die kommenden Tage für Sie. Herzlich willkommen zu den Veranstaltungstipps. Bei der Theaterphilharmonie Thüringen steht das traditionelle Faschingskonzert an. Der Dirigent Thomas Wicklein und die Märchenkapelle Altenburg-Gera führen sie gemeinsam in den Märchenwald. Den Auftakt zu den drei Konzerten gibt es am Samstag, dem 27. Januar um 19.30 Uhr in der Bühne am Park in Gera. In Altenburg findet es am 4. Februar gleich zweimal statt. Einmal um 14.30 Uhr sowie um 18 Uhr. Karten gibt es an den Theaterkassen, die telefonischen Reservierungen werden unter der Nummer 03447 585 177 abgewickelt. Bei einer Online-Buchung kann man unter www.tpthüringen.de sein Ticket erwerben. Wenn Ihr Kind keine Lust auf öde, matschige Winterferien in der Stadt hat, dann kann es gern zur Kinderwinterfreizeit kommen. Schneegestöber, Schlittenfahren und Schneeballschlacht, viele lustige Spiele drin und draußen, Kekse backen und heißer Kakao. Da sollten jedem die Langeweile vergehen. Stattfinden wird das besondere Event vom 4. bis zum 9. Februar. Das Angebot richtet sich vor allem an die, die über 8 Jahre sind. Die Unterkunft befindet sich im Naturfreundehaus Thüringer Wald in Giesübel. Wenn Sie mehr dazu erfahren wollen, dann können Sie sich bei der Naturfreunde-Jugend Thüringen informieren. Das Museum für Naturkunde präsentiert bis zum 8. April diesen Jahres die Ausstellung Zeitreise. Die Location ist der Kunstpavillon des Hofwiesenparks Gera. In der Ausstellung kommen vor allem geologische Zeitzeugen aus der Museumssammlung zu Wort. Insgesamt handelt es sich um 12 große Gesteinsproben aus Mitteldeutschland. Highlights sind zum Beispiel versteinertes Holz aus der Rotliegenzeit vor ca. 280 Millionen Jahren. Das andere Stück heißt Granit, ein magmatisches Gestein, das beim Abkühlen von Lava entsteht. Das Museum für Naturkunde lädt alle Interessenten der Naturwissenschaft ein. Die Bibliothek startet mit einer Doppelausstellung in das Jahr. Die erste dreht sich um das vergangene Jahr und heißt ganz ähnlich. Das war 2017. Der fotografische Rückblick erinnert an Ausstellungen, Veranstaltungen, Projekte, Vorleseaktionen und noch viel mehr. Die andere Ausstellung wird präsentiert von dem Virtuosen und Schmierfinken e.V. Darunter befinden sich Malereien, Zeichnungen und Collagen, die in Workshops und anderen Kursen erstellt wurden. Die Ergebnisse sollen vor allem die Besucher animieren. Daher gibt es auch einen Mitmachnachmittag am 26. Januar von 15 bis 18 Uhr. Beide Ausstellungen können bei den gewohnten Öffnungszeiten bestaunt werden. Diese sind am Montag von 14 bis 19 Uhr, Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 13 Uhr. Mehr Informationen dazu finden Sie unter www.biblio-gera.de. Im Puppentheater Gera wird es mysteriös. Am 3. Februar um 19.30 Uhr startet die Premiere von Jedermann. Die Tragödie nach dem Vorbild mittelalterlicher Mysterienspiele wurde 1911 uraufgeführt. Später wurde Jedermann als fester Bestandteil der Salzburger Festspiele aufgenommen. Dargestellt wird das Werk vom Figurenspieler und Darsteller Frank Söhne. Dieser inszenierte bereits für das Puppentheater die Sommernacht im Wintergarten. Weitere Vorstellungen sind am Samstag, dem 10. Februar 2018 um 19.30 Uhr und einen Tag später um 14.30 Uhr. Am Sonntag, dem 21. Januar 2018, findet in der Weimarer Jakobskirche ein besonderer Gottesdienst statt. Denn in diesem Jahr wird die Ermordung von Martin Luther King 50 Jahre her sein. Der bedeutende Bürgerrechtler wurde nicht nur in Amerika zum Helden. Auch in Deutschland, besser gesagt in der DDR, war er für viele Menschen eine Inspiration. Professor Margot Käßmann wird dazu eine Predigt halten. Für die musikalische Untermalung sorgt der Gospelchor Magdala. Abschließend spricht der US-Konsul McSaysay sein Grußwort zum Gedenken an King. Am 20. Januar findet ein literarischer Salon statt. Dieser fördert literarische Veranstaltungskultur in Gera und Umgebung. Lucy von Org wird um 20 Uhr am Bahnbetriebswerk Gera an der Theaterstraße 50 die Geschichten von Yggdrasil lesen. Doch von einer gewöhnlichen Lesung kann kaum die Rede sein. Denn diese wird von Musik umrahmt.
Bei Interesse kann man Tickets an den Vorverkaufsstellen sichern. Dazu gehören unter anderem der Ticketshop, die Gera-Informationen sowie die Webseiten corvus-ev.de und lesezeichen-ev.de. Das erfolgreiche Stück Die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling geht auf Reisen. Nach 8000 Besuchern allein in Göttingen geht es nun nach Greiz in die Vogtlandhalle. Dort kann man am 25. Januar um 17 Uhr die Inszenierung von Nico Dietrich erleben. Das Stück handelt von einem Kleinkünstler, der mit einem kommunistischen Känguru zusammenlebt. Viele Abenteuer schildern den absurden Alltag des Paares. Tickets für die Vorstellung erhalten Sie in der Vogtlandhalle Greiz unter der Telefonnummer 03661 628 80 oder per E-Mail an info@vogtlandhalle.de. So, das war's von mir und ich gebe jetzt direkt weiter an unseren Wetterfrosch Jakob. Hallihallo zum aktuellen Wetter. Am Donnerstag ist es stark bewölkt mit viel Regen. Dazu kommen noch Sturmböen und Temperaturen von 6 bis 8 Grad. Der Freitag birgt ein ähnliches Wetter wie der Donnerstag, allerdings in etwas abgeschwächter Form. Niederschlag gibt es aber nicht nur in Form von Regen, sondern auch unter Umständen als Schnee. Dabei sinken die Temperaturen auf 3 bis 5 Grad. Am Wochenende ist mit wechselnder Bewölkung zu rechnen. Schnee und Regen ist weiterhin möglich. Die Temperaturwerte liegen dann bei 1 bis minus 4 Grad. Das Wetter ab Montag beinhaltet wechselhafte Bewölkung, wenig Niederschlag und mäßigen Wind. Die Temperaturen erreichen Werte von 0 bis 7 Grad. Das war es soweit von mir und damit gebe ich zurück an Daniel. Vielen Dank, Jakob. Ja, wir sind ja auch schon wieder am Ende unserer Sendung. Ich würde mich aber freuen, wenn Sie auch nächste Woche wieder einschalten. Dann sind wir wieder für Sie da. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.